Die entscheidende Frage nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern auch für die Finanzmärkte insgesamt, vor allem für die europäischen Finanzmärkte, dürfte sein, wird uns Putin das Gas abdrehen? Ja oder nein? Und ich vertrete die These, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass Putin uns das Gas abdreht. Warum? Weil es hier um größere Wahrscheinlichkeiten gegen kleinere Wahrscheinlichkeiten geht. Man muss sich einfach mal in die Interessenslage Russlands und Putins versetzen, um zu erkennen, dass das wahrscheinlich nicht die primäre gewollte Option ist, die Putin hier ziehen würde, indem er uns dann nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 2, die ja jetzt, Nord Stream 1, die ja jetzt am Montag beginnen und dann bis zum 21. Juli dauern. Da ist ja die große Sorge, dann wird Russland kein Gas mehr liefern nach diesen Wartungsarbeiten. Da ist so eine Art German Angst jetzt irgendwie am Start, hat man das Gefühl, diese urdeutsche Angst. Deswegen sind die Deutschen ja dabei, schon massiv Gas zu horten. Das machen sie weitgehend über Flüssiggas aus dem Ausland, was viel teurer und viel umweltschädlicher ist. Aber die Deutschen sind extrem vorsichtig und versuchen immer vorzusorgen, versuchen Risiken irgendwie auszuschließen. Und deswegen wird gehortet, was das Zeug hält, teilweise auf Kosten anderer Länder, vor allem Pakistans, das massive Probleme hat, das ein richtiges Thema hat. Da gehen teilweise die Lichter aus, weil wir Europäer, eben vor allem Deutsche, auch nach diesem Flüssiggas geradezu jagen. Ja, diese German Angst, diese deutsche Angst, woher kommt die eigentlich? Die ist schon sehr ausgebreitet hier. Man führt das etwa in einem Artikel der Zeit darauf zurück, auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Erster Weltkrieg, dann die große Inflation, dann der Zweite Weltkrieg, den man auch moralisch irgendwie als Ruine nur überstanden hat, die 50er Jahre, dann ein bisschen so diese Wiederaufbaustimmung, aber man hat die Nazi-Zeit verdrängt, das ist dann erst Ende der 60er Jahre so ein bisschen ins Bewusstsein gekommen, aber es ist so eine Art defensive Haltung der Deutschen, eine German Angst, die auch im Angelsächsischen wirklich ein Sprichwort ist, das ist ein durchaus gebräuchlicher Begriff, also sind wir so panisch oder ist das richtig, dass jetzt die Gasspeicher versucht wird, auf Teufel komm raus zu füllen, ist diese These, dass Putin uns das Gas abdreht nach Ende der Wartungsarbeiten, wie wahrscheinlich, wie plausibel ist das? Ich denke, die These, dass er das tun wird, ist nicht plausibel. Nun kenne ich auch die Zukunft nicht, niemand tut das, aber man kann ja größere Wahrscheinlichkeiten gegen kleinere Wahrscheinlichkeiten abwägen. Genau das passiert, wenn man an der Börse handelt. Sollte man genau das tun, die größere Wahrscheinlichkeit suchen, die kleinere meiden und vor allem dann sehr diszipliniert bei diesen Dingen vorgehen. Also schauen wir uns mal an, wie wahrscheinlich doch wirklich das Ganze ist. Zunächst mal, was wir fürchten, ist natürlich der massive Schaden. Es dürfte, so kürzlich eine Berechnung einer Institution hier in Deutschland, 12,7% Wachstum kosten. Mithin wäre das ein Einbruch, der schlimmer als in der Finanzkrise wäre, wenn Deutschland kein Gas mehr bekommen würde. Entspräche um und bei 193 Milliarden Euro. Also das wäre schon ein richtig dicker Posten, sehr schwer zu verkraften für die deutsche Wirtschaft, vor allem für die Chemiewirtschaft, die da massiv betroffen würde. Wäre auch viele andere Sektoren, die hier wirklich schwerst getroffen würden. Das würde bedeuten, dass wir viele Alltagsgegenstände nicht mehr hätten. Was würde passieren mit Aluminiumherstellung? Das ist überall drin, in Fahrrädern, in Sofas. Diese Dinge darf man nicht vergessen. Also der Schaden wäre extrem immens. Jetzt gucken wir uns mal die Angst am Gasmarkt an. Das ist der Dutch TTF Natural Gas Future. Hier sehen wir, wir sind jetzt wieder auf dem Weg in Richtung der alten Allzeithochs, die wir kurz mal erreicht hatten, kurz nach dem Angriff Putins auf die Ukraine. Da waren wir bei fast 225, jetzt sind wir bei 183, 184 um den Dreh. Gestern ging es wieder 8% nach oben für diesen maßgeblichen Gaskontrakt für Europa. Die sogenannten Forward-Kontrakte, mit denen man sich jetzt künftige Preise bereits jetzt sichern kann, sind auf einem neuen Allzeithoch, was die Preise betrifft. Das heißt, man muss so viel Geld bezahlen, um sich gegen weitere Gaspreisanstiege abzusichern, wie noch nie. Also die Angst ist riesig, die Angst ist groß. Da ist schon eine gewisse Panik erkennbar. Uniper, die deutsche Firma, ehemalige E.ON, Abspaltung von E.ON,
muss möglicherweise gerettet werden durch eine Staatsbeteiligung. Gestern hat das Handelsblatt berichtet, dass diese Staatsbeteiligung größer als 30% sein könnte. Dann VNG, ein anderes Gasunternehmen, das auch Gasspeicher betreibt. Hier muss offenkundig oder will Deutschland dann eine Garantie übernehmen. Und angelsächsische Kommentatoren schreiben, ja, die deutschen Energiefirmen sind jetzt das, was früher die Landesbanken waren. Jene Landesbanken, die sich in der Finanzkrise verzockt hatten, weil sie auf ewig andauernde US-Immobilienpreise gewettet haben und dann richtig auf die Nase fielen und auch gerettet werden mussten vom deutschen Staat. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Lage derzeit in Europa ist. Hier sehen wir mal das Handelsbilanzdefizit inzwischen der Eurozone. Wir hatten jahrelang, jahrzehntelang, vor allem Deutschland, einen Handelsbilanzüberschuss. Und insgesamt haben wir mit normalen Waren außerhalb von Energie nach wie vor einen Handelsbilanzüberschuss. Aber dadurch, dass wir jetzt die Energie so massiv teuer einkaufen müssen, vorwiegend eben Flüssiggas, vorwiegend wiederum aus den USA, da ist sozusagen jetzt unsere Handelsbilanz tief ins Negative gerutscht. Vor allem unsere Energy Balance, hier diese rote Schattierung, die ist massiv negativ, so negativ wie noch nie. Das liegt, wie gesagt, daran, dass wir versuchen, russisches Gas zu ersetzen vor allem und jetzt teures Flüssiggas aus den USA einkaufen. Im Grunde kommt jetzt die Forderung von Trump, der ja ständig gesagt hat, ihr sollt nicht von Russland kaufen, sondern kauft unser Flüssiggas, die wird jetzt Realität, könnte man sagen. Und sieh zu, plötzlich ist eben Risiko im Markt. Man fürchtet um die Bonität Europas aufgrund dieser so plötzlich negativen Handelsbilanz. Das war ja eine große Stütze des Euros, war eben vor allem Deutschlands Handelsbilanz, die Jahrzehnte positiv, massiv positiv war, auch der Eurozone insgesamt. Jetzt, wo das nicht mehr der Fall ist, weil wir eben praktisch jetzt die Abhängigkeit in Sachen Gas ausgetauscht haben, vorher Russland, jetzt USA, da steigt das Pleiterisiko. Was Sie hier sehen, sind die Preise für Credit Default Swaps, CDS, die also praktisch eine Art Versicherung darstellen. Wie viel muss ich für eine Versicherung bezahlen, falls derjenige, dem ich hier, dessen Anleihen ich gekauft habe, wo ich praktisch als Gläubiger auftrete, falls der mir das Geld nicht zurückzahlt, dagegen kann man sich versichern und das sind die Prämien dafür. Ja, wir haben es schon gehört, deutsche Handelsbilanz erstmals seit 1991 rückläufig. Das liegt daran, weil wir eben sehr viel mehr Energie aus den USA importieren und die Preise eben für Flüssiggas aus den USA natürlich viel höher sind als das billige Gas, das wir jahrzehntelang aus Russland gekauft haben. Das war das deutsche Geschäftsmodell. Kaufst du billige Energie aus Russland, verarbeitest mit dieser Energie, machst du Produkte und diese Produkte verkaufst du dann teuer ins Ausland. Und dieses Geschäftsmodell ist jetzt schwer gefährdet, weil eben die Energie überhaupt nicht mehr billig ist, im Gegenteil. Und vor allem, weil jetzt eben auch in Frage gestellt ist, mit dieser Deglobalisierung, die wir sehen, dass diese Exporte auch auf Dauer so funktionieren werden. Funktionieren tut jedenfalls, und das zeigt die untere Grafik hier derzeit, das russische Geschäftsmodell. Denn die Russen verkaufen jetzt mehr Öl als vor dem Krieg, allerdings eben verstärkt jetzt nach Indien und nach China, deren Anteil massiv gestiegen ist. Der Anteil in die EU vor allem ist deutlich gefallen. Allerdings muss man sagen, dass auch das Uralsöl, also das russische Öl, jetzt auch deutlich im Preis gefallen ist in letzter Zeit und natürlich mit einem saftigen Abschlag etwa zu Brent oder zu Crude Oil von ca. $30 gehandelt wird. Nochmal zurück zu Gas. Wie abhängig ist Deutschland von Gas? Da gibt es Länder wie Nordmazedonien, Bosnien, Moldawien, Finnland, die fast zu 100% abhängig sind. Deutschland immerhin etwa 49%, dürfte jetzt wahrscheinlich ein bisschen geringer geworden sein inzwischen. Aber das ist hier der Wert von 2020. Also wir haben in Deutschland hier die Hälfte etwa unseres Gasbedarfs aus Russland bezogen. Das wird jetzt sehr viel weniger sein, weil wir eben auch nicht nur aus den USA, sondern Norwegen Gas beziehen, LNG irgendwo aus irgendwelchen Ländern beziehen. Also wir sehen auch Italien stark abhängig gewesen, Polen, all das hat sich jetzt relativiert. Polen setzt auf Flüssiggasterminals und hat hier ein bisschen Vorsorge getroffen. Aber jetzt stellen wir uns mal die Frage, wie wichtig ist denn dieser Gasexport für Russland, also für Putin?
Warum sollte er uns den Gashahn abdrehen? Er verdient ja offenkundig damit bisher ganz ordentliches Geld, auch wenn natürlich jetzt weniger Gas derzeit nach Europa fließt. Etwa 40% der Volumina, die noch vor einigen Wochen geflossen sind, sind ja jetzt derzeit nach Westen unterwegs. Und das ist ja genau das, worum die Sorge so groß ist, dass das Ganze hier dann komplett stocken könnte. Wir schauen uns mal die wichtigsten Exportgüter Russlands an. Das ist mit weitem Abstand zunächst mal Erdöl und dann kommt Gas. Etwa 43% der russischen Staatseinnahmen hängen an Erdöl und Gas, wobei Gas deutlich weniger wichtig ist. Deutlich weniger Einnahmen für Moskau bringt als eben Öl. Man ist hier allerdings Nummer 1 in Sachen Gas als Exportland in der Welt. Aber wie gesagt, insgesamt ist der Ölhandel für Russland wichtiger. Für Europa ist derzeit sehr viel wichtiger eben das Gas geworden. Hier sehen wir nochmal die Anteile der wichtigsten Exportgüter. Erdöl 35%, extrem hoch. Wir sehen weiter unten Gas hier nur mit 2,33% angegeben. Kann ich mir schlecht vorstellen, dürfte etwas mehr sein, aber in der Summe etwa 43%, also knapp die Hälfte, kommt durch Öl mit Abstand das wichtigste Exportgut und dann mit weitem Abstand kommt Gas. Weniger wichtig für Russland, aber eben auch wichtig, auch ein wichtiger Teil der Einnahmen. Jetzt gucken wir uns mal an, was das bedeuten würde, wenn Putin uns den Gashahn abdreht. Gewissermaßen kann er dieses Gas dann woanders hin liefern, etwa nach China, so wie er es mit dem Öl kann. Ob das Öl jetzt nach Europa geht oder nach Asien geht, ist eigentlich egal. Das wird ja oft auf Tankern dann transportiert. Und wohin die Schiffe jetzt fahren, ist vielleicht eine Zeitfrage, aber logistisch ist es möglich. Hier sehen wir mal die Pipelines, etwa die Gaspipelines. Und wir sehen, da geht doch einiges nach Europa. Eine Pipeline geht nach China. Also, das ist ein kleines Problem, denn insgesamt gibt es 10 Pipelines Russlands, Gaspipelines, davon gehen 9 nach Europa, inklusive Nord Stream 2, die ja ungenutzt ist aus politischen Gründen. Eine einzige geht nach China, nämlich die Stärke Sibiriens, so heißt diese. Und diese eine Pipeline, die nach China geht, die kommt aus den ostsibirischen Gasfeldern. Das heißt, dieses Gas war niemals für Europa gedacht. Das ist also von der ganzen Infrastruktur ist Russland überhaupt nicht vorbereitet. Europa als Hauptabnehmer seines Gases, als mit Abstand wichtigsten Kunden zu ersetzen, etwa durch China, das würde logistisch entweder gar nicht gehen oder mit immensen Kosten verbunden sein. Dann müsste man das Gas tausende von Kilometern durch irgendwelche Pipelines umleiten, damit es dann nach China gelangt. Das Gas, was nach China gelangt aus Russland, stammt aus Ostsibirien. Dieses Gas in Ostsibirien wäre für Europa sozusagen nie gedacht gewesen, weil eben die Wege sehr, sehr weit sind. Das heißt, die gesamte Infrastruktur Russlands ist eigentlich auf Europa fokussiert. Warum sollte jetzt also Putin den Gashahn abdrehen und sich so seine Einnahmen kaputt machen? Alternative wäre vielleicht noch Flüssiggas. Und da ist Russland schon auch ein bedeutender Player, aber es ist so, dass mit ganz, ganz großem Abstand eben die Pipeline-Struktur viel wichtiger ist bisher als das Flüssiggas. Hängt auch damit zusammen, dass die Russen ja die Pipelines haben. Der Transport viel günstiger ist, als wenn ich jetzt daraus Flüssiggas machen muss. Da muss ich ja wahnsinnig viel Energie einsetzen, muss das runterkühlen, muss es dann auf Schiffen transportieren. Das ist auch zeitaufwendiger etc. Also Flüssiggas wäre für Russland die einzige Möglichkeit, seinen Flüssiggasanteil hochzufahren, immer mehr Flüssiggas damit herzustellen und zu exportieren. Das wäre die Chance, die die Russen haben, aber das dauert Zeit und auch die weitere Pipeline-Bauung etwa nach China dauert Zeit. Da ist eine zweite Pipeline nach China geplant, die Stärke Sibiriens 2, aber die wird erst frühestens im Jahr 2030 fertig. Also Putin kann das Ganze nicht sofort ersetzen. Was würden Sie an Putins Stelle machen, wenn Sie jetzt sozusagen in einer Art Wirtschaftskrieg sind mit Europa? Würden Sie dann das Gas abdrehen und komplett auf die Einnahmen verzichten? Dann müssten Sie praktisch Ihr Gas abfackeln in der Luft, weil Ihnen sonst die Infrastruktur, Gasinfrastruktur kaputt geht. Oder würden Sie sagen, okay, vielleicht mache ich es doch am besten so, ich liefere nach wie vor weniger Gas als vorher.
Also man drosselte die Gasezufuhr, damit hält man den Preis weit nach oben, sodass es praktisch für Russland so ist, dass sie etwa vielleicht die Hälfte des Gases liefern, was sie vorher geliefert haben, aber trotzdem genau dieselben Einnahmen haben, weil der Gaspreis eben massiv gestiegen ist inzwischen. Also es wäre für Putin aus spieltheoretischer Sicht wahrscheinlich viel schlauer, die Gaspreise oben zu halten, indem er Europa beliefert, aber eben in deutlich geringerem Umfang, und zwar in einem so geringen Umfang, dass es den Europäern nicht gelingt, wirklich ihre Gasspeicher deutlich zu füllen. Das dürfte die intelligenteste Strategie sein aus spieltheoretischer Sicht. Mal sehen, wie es kommt. Wie gesagt, ich stecke nicht in Putins Kopf, aber es wäre wahrscheinlich die rationalste Lösung, die er für sich finden könnte. Hier sehen wir nochmal übrigens diese Infrastruktur im Bau, teilweise in Betrieb, Öl und Gas, und wir sehen, das fokussiert sich sehr, sehr stark auf Europa und Asien, respektive China, ist da noch relativ wenig ausgebaut. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wir hoffen und hoffen, dass Gas aus durch die Nord Stream 1 Pipeline kommt. Nord Stream 2 ist ja fertig, wäre betriebsbereit, aber die ist sehr, sehr böse. Also wir hoffen inständig, dass durch eine Pipeline Gas kommt. Bei der anderen wollen wir aber, dass kein Gas kommt, obwohl die direkt daneben liegt. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch, wie hier ein Kommentator bei Finanzmarktwelt richtig bemerkt. Das macht nicht so wirklich Sinn, wenn wir schon Gas beziehen aus Nord Stream 1, dann ist es natürlich vielleicht politisch irgendwie nachvollziehbar, dass man sagt, ja, aber Nord Stream 2 wollen wir nicht, aber ob es jetzt durch Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 geht, ist ja eigentlich egal, wenn man ehrlich ist, es kommt, und das Geld, was dann Russland einnimmt dadurch, kann eben von Putin für den Krieg verwendet werden, ob es durch Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 geht. Und was machen jetzt eigentlich unsere Notenbanken? Wir haben ja durch diese Gasknappheit, durch diese massiv gestiegenen Energiepreise eben eine massive Inflation, und wir sehen, dass unsere oberste Klimabehörde, das ist inzwischen die Europäische Zentralbank, nämlich die EZB, die hat seit gestern einen einzigen Tweet wieder abgesetzt. Da geht es weder um Inflation noch geht es um hohe Energiepreise. Nein, da geht es darum, dass sich die Leser jetzt mal genau anschauen können, die Climate Webpage, was sie da also auf ihrer Klimaseite verändert haben. Also die tanzen nach wie vor ihren Namen, und die Europäische Kommission fordert, ja, wir müssen unabhängiger werden von russischer Energie. Das versucht man derzeit zu horrenden Kosten. Man wechselt also von der einen Abhängigkeit in die andere, von der russischen in die amerikanische. Und hier dieser böse Cartoon zeigt, wie ein sehr umweltbewusster, grüner, junger Mann sein E-Fahrrad, sein Elektrofahrrad, mehr oder weniger direkt an einem Kohlekraftwerk auflädt. Das bringt so diesen Widerspruch so ein bisschen auf den Punkt. Wenn Sie sich für Putin, für Ukraine, für diese ganze Logik, die hinter diesem Konflikt stehen könnte, interessieren, dann möchte ich zwei Bücher empfehlen. Davon habe ich nichts, aber das sind die, die ich kürzlich gelesen habe und sehr, sehr gut fand. Das eine heißt In Putins Kopf von dem französischen Philosophen Michel Elchanov. Der zeigt so ein bisschen die Wandlung von Putin, der ja zunächst mal relativ liberal war, auch die westlichen Werte durchaus okay fand. Ab 2012 findet dann eine konservative Wende statt, findet so eine Art Wende zum russischen Nationalismus statt, findet dann eine Wende auch da statt, dass er sagt, Ukraine muss im Einflussbereich Russlands zwingend bleiben und notfalls werden wir das mit Gewalt durchsetzen. Also es zeigt die Denkprozesse bei Putin, es zeigt das, was die russischen Beamten lesen müssen auf Ordre von Putin, welche Philosophen, welche Schriftsteller gelesen werden müssen, weil sie aus Sicht von Putin die richtige Einstellung haben. Hochinteressant, kann ich wirklich dringend empfehlen, und sehr, sehr gut auch etwa zur Geschichte dieses Konfliktes Ungleiche Brüder Russen und Ukrainer von Andreas Kappeler, ein Osteuropa-Wissenschaftler, der das Ganze wunderbar historisch auf den Punkt bringt. Also zwei Buchempfehlungen, die ich geben möchte. Und jetzt noch Artikelempfehlungen nach den Buchempfehlungen, meine Damen und Herren. Deutschlands Geschäftsmodell ist am Ende, sagt Marc Friedrich. Das ist der erste Artikel, den ich unter dem Video verlinken werde. Der zweite, welche Gasspeicher in Deutschland sind wie voll. Mal hier ein Überblick, dass Sie sich mal orientieren können. Da ist auch die Quelle, wo man diese Daten sehen kann, wo Sie sich also permanent informieren können. Ja, wie schaut es denn aus mit diesen Gasspeichern? Das ist der zweite Artikel. Dann werde ich Ihnen nochmal diesen Artikel posten, der aufzeigte, dass der Schaden 193 Milliarden Euro betragen würde, wenn Putin wirklich das Gas abstellt. Und als letztes dann noch ein Hinweis auf unser neues Format. Wir
verbildlichen und lassen durch einen Sprecher unsere Artikel jetzt teilweise vorlesen. Kein Roboter mehr, der das Ganze spricht, sondern ein sehr, sehr professioneller Leser, Vorleser, der sozusagen das Ganze hier intoniert. Heute über Karl Lauterbach und seine geplante Reform der Krankenversicherungen. Also das ein Link zu YouTube, wo wir dieses Video frisch hochgeladen haben, wo Ihnen praktisch ein Artikel vorgelesen wird. Würde mich sehr interessieren, ob Sie das gut finden, ob wir das weitermachen sollen. Da hätte ich gern Ihre Meinung. Also 4 Empfehlungen heute, 2 Buchempfehlungen und 4 Artikelempfehlungen. Viel Hausaufgaben heute, das Marktgeflüster etwas früher. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.